Willkommen zur Preview-Folge der Maya, der etwas andere Politik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, euch heute meinen allerersten Podcast vorstellen zu dürfen. Der Maya, der etwas andere Politik-Podcast aus dem wunderschönen Südbaden, genauer gesagt aus Emdingwasser. Und damit wahrscheinlich sogar der erfolgreichste aus Emdingwasser, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der jetzt hier einen macht. Aber ich weiß es nicht, aber wir werden es mit Sicherheit zusammen herausfinden. In dem Podcast selbst wird es unter anderem um kommunalpolitische, weltwirtschaftliche Themen, allgemeine News, allgemeine politische Themen gehen. Und was noch auch viel wichtiger ist, es wird auch um Themen gehen, wenn du zum Beispiel Gemeinderätin oder Gemeinderat werden möchtest. Wie stellst du das an? Wie wirst du Gemeinderätin oder Gemeinderat? Was musst du alles beachten? Was musst du alles unternehmen, damit du am Wahltag auch auf dem schönen Wahlzettel stehst und die Hörerinnen und Hörer, wie du jetzt am anderen Ende, ein X an dieser Stelle machen kannst, beziehungsweise die anderen Bürgerinnen und Bürger ein X an dieser Stelle machen können. All solche Themen möchte ich zusammen, was mich natürlich noch mehr freut, weil ich habe schon zusammen gesagt, mit den Jungliberalen aus Emding machen. Denn die werden mich in dem Podcast oder selbst werden die mich tatkräftig unterstützen. Zudem werden wir natürlich auch Gäste aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten einladen und mit ihnen zusammen über aktuelle politische Situationen sprechen. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wo werde ich denn diesen Podcast finden? Natürlich wirst du ihn finden, da wo du ihn jetzt hörst, sonst würdest du mich ja gar nicht hören. Aber du findest ihn natürlich auch auf Apple, auf Deezer, auf Spotify, auf Amazon Podcasts und. Ihr werdet ihn überall finden. Alle Verlinkungen zum Podcast findet ihr natürlich auch in meinen Social Media Accounts. Instagram und Co. ist natürlich alles unten in den Shownotes verlinkt. Und das Beste ist, ihr findet ihn natürlich auch noch auf YouTube als Videopodcast. Falls ihr daran mehr Interesse habt, mich auch noch zu sehen, wenn ich mit euch hier spreche, schaut doch auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dirk Meyer EN, auch in den Shownotes verlinkt. Zudem fragt ihr euch jetzt mit Sicherheit auch noch, wie oft darf ich denn dieser Stimme zuhören? Oder in welchem Rhythmus darf ich dieser Stimme zuhören? Das darfst du gern alle 4 bis 6 Wochen machen. In dem Abstand wird ungefähr eine Folge kommen, weil es ist natürlich immer, je nach Aufwendigkeit der Themen, unterschiedlich lange Vorbereitungszeiten und deshalb wird so alle 4 bis 6 Wochen eine Folge erscheinen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir und meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern und auch meinen Gästen ein Feedback in den Kommentaren dalasst. Und vielleicht sogar, wen wir in der Zukunft mal einladen sollen. Würde mich mega freuen, wenn ihr uns da einfach einen Kommentar da lasst. Ihr möchtet mich vielleicht auch mal direkt erreichen, dann schreibt mir doch gern per Social Media. Wie gesagt, die Social Media Kanäle sind in den Shownotes verlinkt. Schreibt mir doch gern eine DM, in Klammern Direct Message, Klammer zu. Dann könnt ihr mich auch gern direkt mal anschreiben und mir Themenvorschläge schicken. Wenn ihr das nicht in den Kommentaren machen möchtet, dann schreibt mir doch gerne einfach da per Nachricht. In dem Sinne freue ich mich aufs Wiederhören und auch für die YouTuber oder YouTube-Zuschauer auch aufs Wiedersehen. In dem Sinne bis zur ersten Folge.